Das heißt, du kannst sie immer wieder wiederverwenden. Das ist sowas wie quasi Tupper in Minecraft. Ah, immer diese Stalker. Ah, jedes Minecraft, wo du betrittst, sind immer die gleichen Leute hinter dir her. Hello und willkommen zurück hier aus unserer kleinen Ansicht des ja, etwas größeren Inselparadieses. Ich habe in der Zwischenzeit noch nicht so viel gemacht. Ich habe mir nur ein bisschen Stein schon abgebaut und mir hier eine Steinspitzhacke und eine Steinaxt gemacht. Ich habe hier die Truhe leer gemacht, habe das mal hier verteilt. Möchte hier in den Zwischengängen würde ich gerne, das muss ich noch ein bisschen abändern, dass das gleich ist. Das ist jetzt ein 5-1 Kreis, also 5 auf der Seite, dann 1 wieder, dann wieder 5 und so weiter. Als kleine Plattform, das wird jetzt hier unsere Baumplantage. Ich hoffe, die Kuh steht nicht da, wenn der Baum jetzt gleich nach oben schnellt. So, also das sind unsere Einserecken. Und hier entsteht dann eine Fläche von 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehst du 1 rein, wieder ein raus, wieder ein rein. Und dann geht es wieder los. 1, ein rein, ab da wieder 5. Und so schließt sich dann der Kreis mit der Zeit. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir hier das Ganze erstmal so ein bisschen füllen. Und dann müssen wir. So, das ist der Einser. Das war schlau. Also nicht. Hier den Grasblock mit rein. Und dann brauche ich nochmal Stöcker. Und dann nehmen wir einfach schnell die Kohle. Machen wir uns nochmal schnell Fackeln. Und die setzen wir jetzt einfach dahin, dass die Wiese jetzt so langsam mal hier übertreten kann. So, und jetzt muss dieser Grasblock übergreifen. Parallel machen wir uns jetzt einen Komposter. Brauchen wir Planks, Slabs. Ich wechsle die immer gerne. Und zack. 7 Slabs, ein Komposter. Den werden wir jetzt. Jetzt setzen wir einfach mal schnell hier hin. Da können wir jetzt zum Beispiel ein paar von den Melonenscheiben einfach opfern. Haben wir ein paar. Und zack, wir bekommen Knochenmehl. Sobald jetzt unsere Grasfläche größer ist, können wir Gras ansetzen und daraus dann Weizensamen generieren. Und dann haben wir hier unsere kleine Weizenfarm. So, ich möchte jetzt schauen, dass wir einen Stein kriegen, dass wir hier das Ganze mal ein bisschen hübsch machen können. Und dann Eisen. Wie gesagt, jetzt kriegen wir hauptsächlich Stein oder Steinsachen. Deswegen werde ich jetzt einfach alles mit der Steinspitzhacke abbauen. Und die Steinaxt habe ich jetzt einfach nur dazu da, dass ich entweder Bäume fälle oder für den Fall, dass wir irgendwann Besuch kriegen. Ich einfach eine Pilzkuh. Eine Pilzkuh essen for free im Dauerzustand. Pilzkuh ist super, weil wir einfach die Möglichkeit haben, unendlich Nahrung zu bekommen. Dafür brauchen wir 3 Eichenholzbretter. Müssen die wie ein V anordnen, dann kriegen wir Schüsseln. Und wenn wir jetzt an die Pilzkuh gehen, zack, haben wir Pilzsuppe. Das ist Essen for free. Das Schöne ist, die Schüsseln werden dann einfach leer. Das heißt, du kannst sie immer wieder verwenden. Das ist sowas wie quasi Tupper in Minecraft. Und immer schön. Wichtig, die Sachen zwischenspeichern. Noch eine Pilzkuh. Jo, Gott verdammt, wie geil. Ich könnte die Pilzkuh natürlich jetzt auch scheren. Wäre theoretisch auch möglich. Aber dann habt ihr halt keine Dauernahrung for free. Fichtensetzling, yay, endlich. Endlich mal was Nützliches und Sinnvolles. Oh, ja. Zwei von euch, was macht ihr hier? Hallo, habt ihr euch verlaufen? Hier gibt's nichts. Nichts für euch. Hau ab, hau ab.
Hau ab, hau ab. Hau ab. Das meinte ich. Immer mal lieber ein bisschen auf Abstand. So, das wären 2 Kohle. Das ist okay, die können wir uns gönnen. Während die durch sind, hauen wir mal ganz kurz die Bäume hier kaputt. Ah, noch ein bisschen. Wenn das jetzt ein bisschen größer ist, dann können wir da uns mal mit Knochenmehl was draufhauen. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas Tolles kriegen. So, nehmen wir mal die ersten 7. Die hauen wir jetzt hier mal an die Seite. So, genau. Nur noch ein bisschen Cobblestone. Würde ich jetzt einfach den so machen, als Kontrast. Dass wir hier dann quasi ein bisschen nach oben gehen. Und hier hinten würde ich dann gerne noch eins nach oben gehen. Dass wir quasi das hier schon eins tiefer haben. Und dann wieder ein bisschen weiter nach oben gehen, um uns dann ein bisschen mehr nach oben zu bauen. So mehrstufig. Aber wie gesagt, das hier soll unser zentraler Ort sein. So habe ich mir das gedacht. Und dann können wir hier mit verschiedenen Stimmungen, können wir jetzt hier zum Beispiel dann irgendwann ein Fichtenbiom draus machen oder. Hier drüben wird dann quasi alles, was Nahrung ist, Weizen, Karotte und so weiter angesetzt. Hier könnte man die Tiere halten. Könnte man, weil der Kreis jetzt auch auf Dauer vielleicht nicht ganz so schön ist. Ja, und so können wir auch ein bisschen hier diese, das ein bisschen optisch abgrenzen. Wir können hier problemlos laufen, weil es ist ja nur ein halber Block. Das heißt, wenn wir auch dann irgendwann Weizen und so weiter haben, können wir da gemütlich hochlaufen, ohne dass wir springen müssen, unsere Erntefläche hier zerstören. Und so können wir uns dann quasi unsere Straßen bauen. Das heißt, hier würden wir dann mit Stein rausgehen. Hier würden wir mit Stein rausgehen. Hier. Und bitte nicht fallen, Schaf. Hier auch. Genau. Wenn wir dann den Kreis hier vergrößert haben, dann können wir auch die Tiere besalten, beziehungsweise ob wir sie da lassen. Ich glaube nicht. Aber dafür brauche ich erst die Mittel, um sie zu locken. Ja, der Kekse, ne? Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Ah, das Spiel hasst mich. Und da haben wir Weizenkörner. Ziel erreicht. Würde jetzt den Baum fällen und dann machen wir uns erstmal. Ich kann irgendwann, wenn du die ganze Zeit diesen Baumstamm oder diesen Block siehst und da die ganze Zeit sinnlos drauf rumtrischt, es ist einfach irgendwann zu viel. Irgendwann brauchst du einfach diese Abwechslung, was du sagst. Ich muss mal was anderes machen. Bauen wir uns mal da drüben einen Fichtensetzling an und einen Eichensetzling. Brauchen wir hier meinen zentralen Punkt. 1, 2, 4, 5. Das heißt, das hier wäre der Punkt. Da müssten wir dann das Wasser setzen. Das ist unsere Mitte. Und von da aus jetzt, oder? Nee, ist nicht die Mitte. Hier ist die Mitte. Guten Morgen. Jetzt haben wir es. Ich setze meinen Kompost da drüber. Gut, dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die dann nicht unsere Erntefelder zertrampeln. Das machen sie nämlich gerne. Okay, dann nehmen wir uns eine Hake. Hier reicht auch Holz, ist nicht so schlimm. Dann machen wir hier einmal so. Zack. So, und jetzt, wenn da Weizen ist, sollten wir links und rechts davon reihenweise andere Sachen setzen. Weil dann sollen die Sachen schneller wachsen. Also wenn ihr alles, ein ganzes Feld nur Weizen macht, wird es langsamer wachsen, als wenn ihr variiert. Also eine Reihe Weizen, eine Reihe Karotten, eine Reihe Kartoffeln. Solange nicht das gleiche immer direkt nebeneinander ist.
Und schon wieder Besuch. Hau ab. Nein, deine Brüder durften hier auch nicht sein. Danke. Ah, immer diese Stalker. Ah, jedes Minecraft, wo du betrittst, sind immer die gleichen Leute hinter dir her. Solange sie jetzt nicht in der Zwischenzeit sterben, das wäre ganz praktisch. Stell dich doch da nicht hin. Der Baum wird irgendwann hochgehen. Bist du denn deppert? Und dann kriegst du ihn ja auf die Fresse und dann bist du tot. Da brauchst du mich gar nicht so angucken. Oh, Nienchen. Schöne Tiere. Schöne Tiere, aber auch nervig. Deswegen. Tschüss. Danke. Das Problem ist, auch wenn es liebevolle Tiere sind, ja, Selbstmord ist auch in Ordnung. Dadurch, dass die ganze Zeit rumhüpfen, sind die nur im Weg, blockieren dich, schubsen dich. Deswegen sollte man sie einfach nach Möglichkeit, zumindest hier Skyblock-mäßig, wir sind ja mehr oder weniger in Skyblock unterwegs, loswerden. Aus Sicherheitsgründen. So, ich muss jetzt trotzdem mal wieder ein bisschen was anderes machen. So, dann können wir das hier nämlich jetzt so langsam mal erweitern und dann die Erde umsetzen und dann den Rahmen größer machen und dann werden die Tiere irgendwann mehr Platz haben. Was natürlich schön ist. Ich finde nur diesen grünen Nebel etwas verwirrend. Ich wusste es. Dieser grüne Nebel war mir ein bisschen ungeheuer. Ich weiß auch nicht warum. Aber Zombies gehen noch. Zombies sind ja noch voll in Ordnung. Was anderes möchte ich jetzt erstmal nicht haben hier. Aber Erde könnte ich mal echt gebrauchen. Und das alles hier mal ein bisschen schöner und größer machen. So, dann können wir den raushauen. Okay. Wenigstens einen retten können. Es war einer zu viel, egal, dann wird's Cobblestone. Ist nicht so schlimm. Ja, ich werde das hier jetzt erweitern. Auf mich anzumalen. Nein, egal. Gut, es wird langsam. Es wird langsam. Brauchen noch ein bisschen Erde, dann können wir das. Holz haben wir genug. Dann können wir das alles ein bisschen schöner bauen, größer machen, umbauen. Die Tiere ein bisschen umleiten. Dann sieht das auch nicht so ganz gestopft aus. Wow, Mama. Bist du deppert? Ich habe gerade übrigens festgestellt, dass mein Sprinten nicht auf meiner Standardtaste liegt. So, dann gibt es hier eine Zähre. Zähre. Kommen Sie mal her. Danke dafür. Das Problem ist nur, ich habe jetzt keinen Grasblock. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir dann mal ein bisschen Gras überleiten. Sonst können die nicht nachgenerieren. Ich weiß, ich erwische mich immer wieder im Moment, dass ich zu chaotisch werde mit meinem Inventar. Deswegen immer wieder schauen, dass man da irgendwie Struktur reinkriegt und nicht immer alles mit sich rumträgt. Schöne, 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 schöne Fichtensetzlinge. Immer wieder schön. Ich muss immer wieder, ich merke es, es ist, du brauchst einfach nach diesen Blöcke klopfen, immer mal so ein bisschen kleine Luftveränderung. Und wenn es nur 5 Blöcke sind, die du mal setzt, es ist einfach was anderes, als die ganze Zeit dastehen und stupide auf dieses Ding eindreschen. Was wollt denn ihr? Lasst mich doch einfach arbeiten hier. Nichts kann man hier in Ruhe machen. Die sind die ganze Zeit da. Alter, was ich an Federn bekomme. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Federn machen soll. Uhu. Noch mehr Fichten. Und eine leere Karte. Zeig mal. Wie schaut denn unser Baby so aus? Sieht doch eigentlich ganz süß aus. Hat was. Upgrade. Oh, Upgrade. Wir haben Phase Underground überlebt.
4, 3, 2, 1. Eistundra. Winter covers the land with its icy hands. Okay. 18. Muss man anfangen. Können wir uns das Ganze mal ein bisschen vergrößern. Sehr schön. Fehlt noch ein bisschen. Können wir Eier in den Komposter schmeißen? Weiß ich gar nicht. Aber nicht. Und man kann sie nicht in den Komposter verwerten. So, dann kommen wir her. H7, perfekt. Danke dafür. Kommt mal alle her. Alle da? So. So. Wenn dir das Ganze hier irgendwie gefallen hat, du gerne hier bist, dann gerne auf den Abo-Button klicken, gerne die Glocke aktivieren, dann kriegst du alles live und in Farbe, wenn es hier neue Videos gibt. Gerne auch die Kommentarfunktion nutzen. Und ja, ich sag Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier den Ausbau noch ein bisschen vorantreiben und vor allem uns überlegen, wie wir uns vor den Monstern besser schützen können. Bis dahin, ich sag Danke und ciao.